Ja, meine Damen und Herren, Bombenstimmung in der Arena Nova und aus gutem Grund wurde gejubelt. Wieder mal ein Sieger aus Österreich und er ist schon einmal hier gestanden beim Siegerinterview, Markus Sauruck. Gratulation, du hast beim letzten Mal erzählt, dass du einige Jahre nicht bei diesem Turnier warst. Reut's dich jetzt ein bisschen, wenn du vor so einer Kulisse schon zum zweiten Mal gewinnen darfst? Ja, ist natürlich eine super Sache, dass es so gut läuft da, muss ich sagen. Ich war immer schon siegreich hier in der Arena Nova, ich bin immer sehr gerne hier geritten. Es war leider, wie gesagt, wirklich leider eine lange Zeit nicht hier, aber das wird nicht mehr passieren, denke ich. Jetzt nageln wir dich fest. Zita ist schon vor Jahren aufgefallen bei den Jungpferdeprüfungen. Immer schnell, immer vorne dabei. Ich weiß nicht, wie viele Jungpferdeprüfungen du mit der überhaupt gewonnen hast. Verratest du uns dein Geheimnis? Was ist für so einen Erfolg wichtig, wenn man ein Pferd dann auch so aufbauen möchte, jetzt eben als Neunjährige wieder ganz, ganz toll dabei? Ja, es ist natürlich ein sehr langer Weg. Es beginnt mit 5 Jahren im Sport mit den jungen Pferden, 5 Jahre, 6, 7. Und mittlerweile sind 9 oder bis mit der 50 schon Springen gewonnen, auch in großen Klassen oder hohen Bewerben. Und jetzt ist es das erste Mal in der Halle in der Saison und also es läuft sehr gut. Das Geheimnis lässt er sich nicht entlocken, da hat er sich jetzt ganz schnell herumgewirbelt. Ich denke mal, es hat auch ganz, ganz viel mit Geduld und Einfühlungsvermögen zu tun. Ja, das Wichtigste ist sicher, dass man den Pferden viel Zeit gibt und einfach abwarten kann, wann der richtige Moment ist, dass das Pferd so weit ist, wie schwer und wie hoch, dass es springen kann. Ja. Und woran misst du, ob ein Pferd überhaupt das Talent hat? Weil ich denke mir, wenn man die kauft oder züchtet selber sogar, also als 4-, 5-Jährige, da ist das doch auch ein bisschen ein Glücksspiel. Oder ist es das nicht? Weiß man das? Sieht man das? Ja, am Ende ist immer das Ergebnis entscheidend. Das heißt, egal ob es jetzt 5, 6 oder 9 Jahre alt ist, das Pferd, wenn das Ergebnis in Ordnung ist, dann weiß man erst, wie gut das Pferd ist. Man glaubt immer und hofft, dass es gut wird. Und wenn das Ergebnis nicht kommt, dann hilft das beste Pferd nicht. Heute gibt es dann noch einige Prüfungen. Morgen dann der große Preis vom Land Niederösterreich. Wirst du mitreiten? Wenn ja, mit welchem Pferd? Ja, im großen Preis will ich die Dexas am Start bringen. Es ist sehr gut in Form, muss ich sagen. War jetzt immer dabei, bei jedem großen Preis platziert. Ist jetzt 13 Jahre und ist mein bestes Pferd im Moment. Und ich hoffe, dass ich am Sonntag dabei bin. Ich habe so ein bisschen im kleinen Finger das Gefühl, dass wir uns noch einmal sehen werden an diesem Turnier. Und es wäre ja auch schön, wenn wir einen Steirer als Sieger noch einmal feiern können. Dankeschön auf jeden Fall, Markus Sauruck. Danke auch.